Ich hätte morgen kaum getraut, auf Toilette zu gehen. Ich hab da geduscht und du sagst jetzt sowas. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss leider gleich leise sein, denn wir sind eben gerade angekommen in unserem ja, Zuhause gucken. Für eine Nacht. Wir werden es uns jetzt mal anschauen. Süß. Das war echt geil, aber man sollte nicht immer das Billigste vom Billigsten nehmen. Also laut booking.com. Nee, wo hab ich gebucht? Scheißegal. Scheiß drauf. Leute, ich bring Damien um. Ich bring Damien um. Wirklich, diese Reise wird echt eine ganz schöne Geduldsprobe zwischen uns beiden. Ist ja schon gut. Wir haben ein fucking Zelt. Ein fucking Zelt. Und wir haben halt... Für eine Nacht ist das okay. Aber für zwei Nächte... 17. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wir haben ein fucking Zelt. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich bring ihn um. Wow, was eine Sicherung. Und wie schlimm ist es? Oder wie schön ist es? Ist der Kanarienvogel hier drin? Ich sterbe. Ich sterbe, Damien. Eine Nacht. Eine Nacht mehr gibt's nicht. Seid froh, dass wir doch keine Geruchs-YouTube haben, ja? Weil das vielleicht haben wir sogar riecht Fließen so unangenehm. Wasser. Es riecht Willst so unangenehm. Ja, ich finde es unangenehm. Ich finde, es riecht minimal nach Dixie-Klo. Lauf auch noch zu mir. Oh. Oh nein, ich kann nicht widerstehen. Ja. Hallo. Hallo. Okay, 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 okay. Okay, es ist so süß. Oh nein. Also, wir haben die erste Nacht. Da ist die Sophia. Hallo. Wir haben die erste Nacht gut überlebt. Der Rücken tut weh. Es ist alles feucht. Sophia stinkt nach. Nassen Hund. Leute, wir haben Plumps gehabt. Haben wir schon mal das Plumpsklo gezeigt? Nee, ich muss dir deswegen. Ich mach mal da rum. Und ich ganz kurz, ich muss euch dazu nämlich was sagen. Ich hätte gern einen Applaus, weil ich bin nicht so jemand Einfaches. Ich bin nicht einfach. Ich brauche meinen gewissen Standard. Und ich war auf einem Dixie-Klo duschen und wie ihr seht, das war ein sehr traumatisches Erlebnis. Denn meine Haare sind noch nass und stinken. Na, nass, Mund. Ich hätte morgen kaum getraut, auf Toilette zu gehen. Ich hab da geduscht und du sagst jetzt sowas. Okay, ich zeig mal, wo wir sind. Also, bis auf das ist das halt echt übertrieben geil. Wir sind hier nämlich, schlafen in so einem riesen Garten eigentlich, in so einem kleinen Zoo schlafen wir. Wir sind auch eingezäunt oben. Da ist alles voll mit Zaun. Und hier laufen Hasen rum, hier sind Vögel am Rumzwitschern und Fliegen. Das zeige ich euch jetzt mal alles. Jetzt werde ich die Unterkunft nochmal für eine Nacht verlängern. Einfach aus dem Grund, dass wir unsere Sachen hier lassen können. Das ist dafür echt super günstig. Und wir können uns auch hier super günstig Roller mieten. Und das werde ich jetzt machen. So, wie ich gerade angekündigt habe, haben wir uns einen Roller gemietet. Und Sophia riecht immer noch nach Hund. Und was wir jetzt machen, ist, dass Sophia Fahrtstunden nimmt. Sie war noch nie auf einem Roller. Sie ist mit mir mal auf dem Motorrad hinten mitgefahren, aber total panisch gewesen. Oh, oh. Verraten. Und jetzt fährt sie das Stück da hinten mit, selbst mit dem Roller. Schaffst du das, Sophia? Nein. Yo, wir schaffen das. Wenn sie Sophia fertig macht, zeige ich euch mal den Roller. Das ist ein cooler, alter Roller. Naja, so alt ist er gar nicht. Und jetzt wird es was, jetzt wird spannend. Achtung, Sophia, erstmal den Fuß, erstmal gerade hinstellen. Gerade hinstellen, jawohl. Jetzt unten den Fuß reinstoßen, nach hinten. Ah, wunderbar. Jetzt rechts ist der Schlüssel, rechts ist der Schlüssel. Nehm mal erstmal an. Rechts ist der Schlüssel, auf on, ja. Und jetzt drückst du die Bremse und mit dem Daumen hast du dann Knopf. Los geht's. Knopf loslassen, ja?
Und rechts ist jetzt, wenn du drehst, ganz leicht drehen, ist ein bisschen Gas. Aber der geht schon nach vorne dann, ja? Ja, aber ich muss dann nach rechts erstmal. Genau. Okay, dann schieb aber erstmal. Ja, wie ihr wisst, wir achten auf die Safety. Safety first. Ich bin natürlich, ich traue es ja so viel natürlich zu, deswegen gehen wir oberstes Sicherheitsrisiko, oberste Sicherheit ein. Okay, und rechts und links ist die Bremse, ja? Ja, beides. Vorder- und Hinterbremse. Aber du kannst mit einer Bremse nur bremsen, leicht bremsen. Und wenn du jetzt rechts drehst, geht's nach vorne. Ja. Aber bremsen nur, wenn Lenkrad gerade ist. Also nur gerade fahren. Ja. Zu dir. Ui! Ja! Doch, du drehst da hinten. Oh, Highspeed. Ja, macht sie gut. Hello aus Langkawi. So langsam habe ich es, Langkawi. Oriental Village. Das hier ist ein künstliches Village. Also ich bin nicht so der Fan von diesen künstlichen Sachen. Ich dachte auch, das wäre irgendwie was Einheimisches, aber es ist einfach ein Touri-Dorf. Es ist echt nur mit Souvenirshops voll. Und wir werden aber gleich die Gondel sehr wahrscheinlich hochfahren, weil Damian Bock drauf hat. Bin mal gespannt, was er darauf gesucht hat. Ich weiß nicht, wo wir dann sind. Wir sind dann da oben. Da ganz, ganz weit oben. Und genau, wir sind Roller gefahren. Die GoPro werden wir auch demnächst noch beim Rollerfahren mitnehmen. Nur jetzt erstmal wollten wir uns so ein bisschen anlernen und gucken, wie wir sind ja noch nie Roller gefahren, habe ich ja schon davor gesagt. Ja. Boah, und jetzt muss ich gleich mal wieder aus der Hitze raus. Es ist glühend heiß, vor allen Dingen so richtig feucht heiß. Auf geht's Richtung Seilbahn und hoch. Und ich glaube, für alles ist hier was voll Special-Ages. Wenn man halt selbst öfters im Skigebiet ist, dann ist es einfach eine Gondel wie jeder andere auch. Ja, Gondelfahrer. Nur in der Hitze. Mann, ich will doch Skifahren gehen. Ich bin ein bisschen panisch. Warum? Weil wir hier auf gute 100 Meter unter uns. Mir ist es völlig egal, ja. Auch wenn die Siegel also überhaupt nichts zu bedeuten haben, ja. Aber so eine TÜV-geprüfte Seilbahn gibt mir schon etwas mehr Beruhigung, so als sehr Deutsche. Ich bin doch schon sehr eingedeutscht. Südamerikanische Lockerheit, fehl am Platz. Zurück von unserer Inselumrundung und haben Mofa. Und jetzt sind wir in unserem Vogelgehege, in unserem riesen Vogelgehege, deswegen auch die Netze hier bei unseren Zelten. Wir werden jetzt mal zu den Wensedichen und Damian hat mir eben gerade was gezeigt. Das wird lustig, Leute. Man kann nämlich Essen auf die Hand nehmen, ja? Und dann sollten die eigentlich auf die Hand kommen. Aber? Wenn sie nicht alle mit den Füßen beschäftigt sind. Damian, so dreckig bist du, so dreckig. Das kennst du nicht, vorne nicht. Ja, Essen auf die Hand. Das kannst du auch hier hinlegen. Das interessiert den. Guck mal, nein. Ich will das Gefühl nicht austasten. Hallo. Dann habe ich keine Hornhaut mehr. Voll praktisch. Das ist die, au, diese, die gehen richtig, das geht's richtig rund da hinten. Alter. Diese Fischbecken. Wie heißt das? Das Wensedichbecken. Was ist denn da los? Das ist wie deine Entenfamilie oder so. Wensedichfamilie. Hier ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und lustige Parasailing-Aktivitäten. Das ist der absolute Wahnsinn. Das ist also, das sind vier Boote, die landen hier einer nach dem anderen. Wir damit müssen ein bisschen zur Seite. Das ist nicht normal. Oh Gott. Und dann hängt sich hinten einer raus.
bist du nicht nochmal raus? Jetzt kommt die nächste und die geht sofort rein. Das gibt's doch nicht. Und diese Lines, das ist echt, das erinnert mich so ans Kiten. Oh Gott, da kommen die, gehen die nächsten raus. Wie krass ist das bitte? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja Massenabfertigung des Jahrtausends, oder? Oder stehen da welche Schlangen da hinten? Ja. So ein bisschen hinten reicht im Schick schon. Gibt's doch nicht. Hier rennt noch halt. Damian kühlt sich eben gerade ab. Das ist so schön rosa eben gerade, aber es ist so krass, was für ein Betrieb hier ist. Das ist echt schon, na, ich finde es überhaupt nicht schön. Guten Morgen, wir haben einen neuen Tag. Wir haben heute so ein bisschen ausgeschlafen, haben alles Mögliche mitbekommen heute. Darf man sowas erzählen? Ist das jugendfrei? Wir haben ja in einem Zelt gewohnt, wie ihr es mitbekommen habt. Links von uns haben wir erstmal ein streitendes Pärchen gehabt. Da wirklich dachte ich, okay, Beziehung vorbei. Also die haben sich gestritten und haben gesagt, du hast niemals und bla. Das ging 2 Stunden, glaube ich. Ich konnte morgens dann nicht mehr schlafen. Dann steht man auf und dann fängt die rechts neben uns an zu stöhnen. Ja. Also man hat echt alles Mögliche gehört heute. Übrigens hatten wir aber auch Hoppelhäschen, ne, bei uns. Also nicht nur Vögel. Jetzt mal wieder zu schöneren Sachen. Aber wir sind auf jeden Fall in Starbucks und machen eben... Die Wand, da guckt Schokolade raus. Das fließt raus, seht ihr das? Ja, Starbucks-Muffin. Ist ja gut. Wir haben nämlich uns ein paar Frappuccinos bestellt. Ich habe so einen Salted Caramel Mocha Frappuccino. Schmeckt richtig, richtig gut. Dann habe ich hier natürlich erstmal Internet. Ich habe nämlich schon ein paar Videos hochgeladen, aber ich muss noch weitermachen eigentlich. Und wir waren eben gerade... Geld tauschen. Stimmt, wir müssen Geld tauschen. Aber wir warten eben gerade auch auf die Fähre, denn wir fahren nach... Ach, wir warten? Ja. Ah, wir warten auf die Fähre. Wir fahren nach Koh Lippe. Koh Lippe ist so eine schöne kleine Insel. Wir fahren jetzt von Malaysia nach Thailand, so erstmal auf die Insel Koh Lippe. Und das ist eine schöne kleine Insel, soll eine schöne kleine sein, und die erkunden wir jetzt. Damian, bei dir hört es so an, als wären wir auf irgendeinem Wissenschannel. Und die erkunden wir jetzt. Koh Lippe gehört zu Thailand und da werden wir hoffentlich unser ganzes Zeug mal rausnehmen können in einer guten Unterkunft. Die Feuchtigkeit rauskriegen. Wie ihr seht, es ist so feucht. Es lohnt sich weder Make-up drauf zu machen, noch irgendwas mit den Haaren zu machen, weil es sieht eh nach einer Stunde aus wie hingekotzt. Gestern Abend haben wir unsere nassen Sachen vom Strand auf die Stangen beim Zelt gehängt. Und heute Morgen, wenn man gedreht hat, war sogar fast noch mehr Feuchtigkeit drin als davor. Man konnte Wasser rausdrehen. Ich habe sie abends schon ausgedreht, dass alles draußen war. Und dann morgen wieder gedreht und wieder rausgetropft. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Also es ist pitschnass. Es ist pitschnass, es ist viel zu feucht. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt auch für diesen Vlog. Das war jetzt Langkawi. Wie ihr gesehen habt, weder GoPro-Aufnahmen noch Drohnenaufnahmen. Aber jetzt geht es erst richtig los. Versprechen wir euch, jetzt geht es erst richtig los. Jetzt machen wir richtigen Strandurlaub und sind dann hoffentlich auch ein paar Tage länger da. Wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Wir verlinken euch das. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Der Link dazu zum letzten Vlog in der Infobox. Bis dann. Tschüss.